Wir sind heute im Holzen. Es ist ein junger Eschenaufwuchs. Leider sind die Eschen im Moment alle bedroht von einem Pilz, der es befällt. Die Eschen fallen alle um, wenn man es nicht fällt, frühzeitig. Darum hat jetzt da der Förster alle Bäume angezeichnet. Man sieht jetzt hier auch gut, die einen fallen schon um, sind abgestorben. Und wenn sie fallen von alleine ohne kontrollierten Fellschnitt, dann sind sie kreuz und quer irgendwie, wie es gerade umgefallen. Zudem ist es gefährlich für alle, die sich hier im Wald bewegen. Das Ziel ist, dass wir alle gegen den Wald fällen können und dass wir es mit dem dicken Teil voraus nachher noch aufziehen können. Wie man sieht, liegt das Holz jetzt hier noch in der Wiese. Alles zusammengeschnitten, so in 4 bis 6 Meter lange Stück. Der Schnitzelhaufen, den wir aufgebiegen haben, hier, der muss jetzt ungefähr ein Jahr hier liegen bleiben. Das Holz ebenfalls kann abtrocknen, wie man das auch beim Brennholz schon kennt, wird dann nachher gehackt und im Heizkraftwerk zu Wärme und Energie verführt. Zeichnet sind vom Förster 75 Kubikmeter Holz. Das heisst, wir haben nachher irgendwo 160 Kubik Schnitzelholz, das wir verkaufen können, das dann nachher Energie gibt für vermutlich die Stadt Zürich, auch Bruck.